willkommen zu «Fäusi Federal». Das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter direkt aus dem Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Da diskutieren wir rund eine halbe Stunde über aktuelle politische Themen. Normalerweise trinken wir ein Glas Wein dazu. Jetzt ist aber bei der Aufnahme 9 Uhr am Morgen und es hat alles seine Grenzen. Drum Ausnahme von der Regel. Wir haben einen Kaffee bestellt und zwar mit der Vanessa Möri. Sie ist Präsidentin vom Energieclub Schweiz. Das ist ein Verein, der sich für eine sichere, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung einsetzt. Und du bist dort Präsidentin, du beobachtest die Energiepolitik und die ist jetzt in dieser Woche in aller Munde. Alle überlegen sich, alle haben gemerkt, wir haben ein Problem, wo ich muss ehrlich sagen, ihr schon länger darauf hinweisen, dass das nicht so gut kommt. Und mit dir möchte ich darüber reden, was man machen kann, woher das Problem kommt. Schön, dass du hier bist und wir können das Gespräch miteinander machen. Willkommen. Danke vielmals. Merci auch für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf und mit dir über das Thema reden. In der Tat ist es so, dass in dieser Woche und vor allem auch in der vergangenen Woche ein grosses Thema in den Medien ist. Der Energieclub weist eigentlich auf das Problem schon seit der Abstimmung der Energiestrategie 2050 hin, also wo bemerkt seit 2017, dass die Strategie so nicht aufgeht. Man kann den wegfallenden Strom der AKWs nicht mit erneuerbaren Energien ersetzen. Und es ist spannend zu beobachten, welche Komponenten in der Politik jetzt auf das Problem hinweisen und was die Lösung ist, für das Problem zu beheben. Wir sind immer noch der Ansicht, dass die Strategie, die dann zumal angenommen wurde, eher Atomausstiegsinitiativen ist und weniger ein Problem auf die Energiewende, das man zu wenig berücksichtigt hat in der Energiestrategie. Man hatte dann das Problem noch nie so gehabt, wie man jetzt Diskussion führt über das Netto Null. Das ist genau. Schon zum einen ein anderes Problem, das wir auch noch müssen berücksichtigen müssen. Meine Dekarbonisierung heisst immer auch eine Elektrifizierung. Und das hat man in dieser Energiestrategie zu wenig bis gar nicht berücksichtigt. Man hat ja gesagt, der Stromverbruch ging zurück, oder? Minus 13%. Wollte man sparen, ganz genau. Und jetzt, glaube ich, diesen Sommer haben die Experten, die der Bund angestellt hat, die SCCR, haben mitgeteilt, ja, aber es geht wahrscheinlich 50% rauf. Oder? Das ist völlig etwas anderes. Oder? Ja, genau. Wenn man überhaupt von 50% reden kann, Berechnungen sagen, es sind genau mehr. Okay, ja. Genau. Aber dann braucht man noch mehr Strom. Also wird das Problem noch klarer oder so. Jetzt nimmt mich Wunder, damals hat man gesagt, eben das Abstellen von zuerst Mühleberg, dann bis 2035 die anderen Atomkraftwerke, das ist kein Problem. Das ersetzen wir eben mit mehr Erneuerbaren, mit mehr Wind. Man hat noch von Geothermie geredet, man hat von Speicherlösungen geredet, dass man im Sommer dann Strom in Wasserstoff umwandeln, dann wieder zurückverwandeln. So. Ist jetzt das alles in Luft aufgelöst? Nein, so würde ich es nicht sagen. Es ist halt einfach illusorisch, wenn man glaubt, dass man Bandenergie durch Flatterstrom, eben die erneuerbaren Energien, ersetzen kann. In der Energiestrategie redet man ja davon, dass man mindestens 24 Terawattstunden durch Erneuerbare ersetzen will. Dort dabei berücksichtigt sie aber eben nicht die Fossilen. Gemäss den Statistiken sind es ungefähr 140 Terawattstunden fossile Energie, die man ersetzen müsste. Und die Elektrifizierung ist dreimal effizienter. Das heisst, wir müssen rund 48 Terawattstunden zusätzlich noch nebst dem, die man in der Energiestrategie ersetzen will, durch Erneuerbare. Also wegen dem Verkehr, vor allem. Zum nicht Beispiel, nur, aber Heizung, Verkehr, genau. Industrie. Also genau. Wärme und Verkehr und Industrie, wo fossile einsetzt. Weil das wollen wir ja auch wegen dem Klimawandel, wenn wir das eigentlich dekarbonisieren, also auf die Verbrennung von fossiler Energie verzichten. Und das führt noch einmal zu 48 Terawattstunden, wo wir noch mehr haben müssen, zu den 24, wo wir schon probieren zu ersetzen aus der Atomkraftwerke. Das ist eine kurze Zusammenfassung. Ganz genau, das ist richtig. Und wir haben natürlich das Problem, oder, wenn man die Nachbarländer anschaut, Deutschland zum Beispiel, dort sieht man, dass es nicht funktioniert mit der Solarenergie. Die haben jetzt das Problem in diesem Winter gehabt, dass sie Gas Kraftwerke müssen in Betrieb nehmen, weil sie zu wenig Solarenergie produzieren können. Kohlekraftwerke ist dort auch recht umstritten, gerade wegen der Klimadebatte. Und ob wir nachher den Strom importieren können, für das Defizit, das wir hier haben, durch das, dass wir die AKWs abstellen, ist dann die Frage. Aber wie man gesehen hat, auch eher weniger. Und das würde auch ein sogenanntes Stromabkommen nicht lösen. Ich meine, ein Stromabkommen, wenn man keine Kilowattstunde produzieren kann, dann kann man auch keine liefern. Und dann ist das Problem durch das nicht behoben.
Bei Solar hat man zudem eigentlich noch das Problem, dass wenn man im Sommer überschüssigen Solar produziert und das nicht ins Netz einspeisen kann, man kann also nur von Tag zu Nacht oder Schönwetter zu Schlechtwetter speichern, dann muss man irgendwann etwas anderes mit dem Strom, den man produziert hat, machen. In Deutschland sind die Weichen heizen von den genau, Bahnen. Genau, man verbrauchen, oder? Genau. Und der Preis geht ins Negative, das heisst, wer Strom abnimmt, kommt sogar noch Geld über. Ja, ganz genau, genau. Ganz genau. Also dort gibt es ja immer noch die Idee, also damals hat es immer geheißen, ich erinnere mich sehr gut, Doris Leuthard, Medienkonferenz, ja, es wird dann schon irgendwann Speichertechnologien geben. Sind wir ein bisschen weiter, gibt es Speichertechnologien, die das können? Nicht ja, okay. In die Menge, die man im Sommer produziert und vor allem nicht für bis im Winter zu speichern. Und unser Hauptproblem ist schon der Winter. Jetzt gibt es die sagen, ja gut, aber wir haben doch riesige Kraftwerke, also Speicherseen in den Alpen, reicht das nicht, um im Sommer irgendwie dort aufzupumpen und im Winter runterzuladen? Nein, das reicht nicht, okay. Bei weitem nicht. Okay. Bei weitem nicht. Und bei Wind hat man ja zudem noch das Problem, dass das politische Baurecht umstritten ist. Ich meine, wir wollen gemäss der Energiestrategie 800 Windturbinen in der ganzen Schweiz anstellen. Wo die angestellt werden sollen, ist noch unklar. Die Bevölkerung tut sich hier extrem dagegen wehren. Und dort haben wir den Zubau, der auch sehr gering ist und Solar stagniert im Moment. Also niemand weiss, wie wir die 24 Terawattstunden Atomenergie ersetzen wollen. Und schon gar nicht die 48 noch zusätzlich. Und schon gar nicht die 48 zusätzlich, genau. Das ist das Problem. Jetzt ist klar, diesen Weg hat man dann eingeschlagen, oder? Ihr habt das schon dann kritisiert. Jetzt ist es müßig zu sagen, oder es ist, wir haben ein bisschen Genugtuung, wir haben damals recht gehabt, das kann man ja haben. Aber die Lösung ist ja das nicht. Also jetzt müssen wir überlegen, was machen wir denn? Ja, also uns geht es ja auch nicht im Prinzip darum, um jetzt zu sagen, wir haben recht gehabt. Uns geht es darum, dass man jetzt eben etwas unternimmt. Weil gemäss dem Bundesamt für Energie und für Bevölkerungsschutz, die sagen ja, dass die Strommangellage das grösste Risiko ist, das zweitgrösste Risiko nach der Pandemie, genau, für die Schweiz kann dargestellt werden. Und mit uns geht es darum, dass wir eine Lösung finden, dass wir nicht in die Strommangellage schlimmstenfalls in ein Blackout reinlaufen. Und das kostet bei weitem mehr als der Zubau von Solarenergie. Man sagt so 3 Milliarden pro Tag, oder? Ja, würde genau, das kosten. Genau. Und darum hat zum Beispiel der Kanton Bern Flyer produziert, wo uns beraten soll, was wir dann machen sollen. Wir sollen grillieren, wir sollen das Fondue rösten. Aber das ist auch nicht die Lösung, oder? Nein, überhaupt nicht. Wir sind uns einen gewissen Standard gewöhnt. Wir können Strom brauchen, wenn wir wollen, durch den Tag, in der Nacht. Und meine, auch dann, wo es um die Energiestrategie und Diskussion gegangen ist, hat ja Frau Doris Leuthard gesagt, ja, dann gehen wir halt einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Meine, das ist ja immer noch kein Problem, wenn man die Bevölkerung sagt, von dem bis dann darf man Strom brauchen oder von dem bis dann. Und das ist nicht die Lösung. Also wir haben einen gewissen Standard gebraucht und wir wollen diesen Standard auch weiterführen. Nur eben mit aller CO2-neutralen Produktion, die ja möglich ist. Ich meine, wir haben immer einen guten Strommix gehabt. Es ist ja nicht so, dass wir fälschlicherweise im Vergleich zu Deutschland irgendwie eine grosse CO2-Emission bei der Stromproduktion hatten. Und da würden wir extremen Schritt zurück machen. Und das ist für mich nicht die Lösung für eine innovative Schweiz. Ja, und dann ist noch die Industrie. Also ich habe vor, glaube ich, 3 Wochen den Christoph Mäder von Economy Suisse hier gehabt. Und der sagt, ja, also für die Industrie ist halt überhaupt keine Lösung. Man sagt, ja, ein Aluminiumwerk oder eine Pharmaproduktion, ja, kann man halt nur noch 12 Stunden am Tag machen. Ja. Das ist halt nicht praktikabel. Nein, das ist auch wirtschaftlich nicht das Ziel. Oder? Wir wollen ja attraktiv bleiben und das ist es überhaupt nicht, wenn man die Lösung würde eingehen würde, wo das Gefühl haben, wo man umsetzen kann. Also was machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also als allererstes sollte man mal wieder darüber diskutieren, dass man das Verbot von der Rahmenbewilligung für neue Kraftwerke aus dem Gesetz herausnehmen würde. Dann gibt es auch einen weiteren Punkt, wo man ja in der Energiestrategie 2017 verboten hat. Und das sind die sogenannte Wiederaufarbeitung der Brennstäbe der Atomkraftwerke. Wieso? Ja. Die könnte man wiederverwenden. Das ist recycelbar, also hat man auch wieder dort eine innovative Möglichkeit, um weiter Energie zu produzieren. Und dann war schon niemals die Rede davon, dass man die gleiche Art von Kernkraftwerken bauen würde, wie jetzt bestehend sind. Auch dort ist die Forschung weitergegangen. Es gibt Möglichkeiten mit kleinen Mini-AKWs, die man anstellen kann. Und das wäre die Lösung. Mein Gaskraftwerk, das widerspricht dann wieder dem Klimaziel. Wir machen uns abhängig vom Ausland, weil wir Gas importieren müssen. Wir haben keine Gasspeicher und wir können den Gas
speichern, um das zu verwenden für Gaskraftwerke. Also ist doch die einzige mögliche Option in Anbetracht der Klimadebatte, dass wir wieder über Atomkraftwerke würde diskutieren. Also ich habe gelesen, eben ein pro Kilowattstunde CO2-Ausstoß von einem Atomkraftwerk ist irgendwie 12 Gramm rund und von Gas irgendwie 400 bis 600. Also es ist natürlich einfach zum Verhältnis zeigen. Es ist wahnsinnig ein riesiger Unterschied. Und in Zeiten von Klimawandel müssen wir ja das mindestens im Hinterkopf haben. Oder? Das ist es so. Das ist auch ein wichtiges Argument, warum dass wir über Atomkraftwerke diskutieren sollten. Zumal, dass auch Klimaschutz funktioniert nicht ohne Kernenergie. Wir sind technologisch noch nicht so weit, dass wir aus Wasserstoff beispielsweise Strom produzieren können. Auch dort hat man nachher wieder Verluste. Wo man mit muss rechnen. Und also bei dieser Umwandlung. Genau, also bei dieser Umwandlung. Im Sommer von Solarstrom zu Wasserkraft, ganz zurück genau, zu Strom. Jawohl. Ganz genau. Und Atomkraft ist eine Bandenergie und das ist eine sichere, zuverlässige Stromproduktionsart, die man einfach muss berücksichtigen in unserem Strommix. Jetzt gibt es immer, bei der Kernkraft gibt es immer die Debatten. Oder? Also einerseits, Die Kraftwerke sind wahnsinnig teuer, die Bewilligung dauert wahnsinnig lang. Mhm. Oder irgendwie, wahrscheinlich, ja, 20 Jahre, vielleicht sogar mehr. Oder? Ist das denn, das ist ja dann, gerade dann, da hätte man so ein Kraftwerk zwar schon, ist gut, aber erst 2040, reicht das denn? Nein, das ist eben nicht so. Wir haben jetzt gesehen bei Abu Dhabi, also so ein Projekt, das sie gemacht haben, wo sie vier solche Mini-AKWs haben angestellt, die rund 1400 Megawatt produzieren pro AKW. Und die sind innerhalb von 10 Jahren sind die gestanden. Okay. In Abu Dhabi ist es natürlich vielleicht ein bisschen einfacher als in der Schweiz. Eben, wo natürlich, wir haben jetzt unter anderem die Energiestrategie, die uns verbietet. Wo das Verbot drin ist. Genau. Darum vorhin erwähnt, dass man wieder über das diskutieren müsste, dass man das Verbot ausnimmt. Mindestens einmal das streicht aus dem Gesetz. Ja, genau. Und die Finanzierung wäre durch das auch... Das ist das zweite Argument, oder? Dass niemand für ein Geld in die Hand nehmen. Ja. Ja, das wäre ein Argument. Genau, aber eben, wenn man zum Beispiel Frankreich anschaut, die bauen auch zu, weil sie eben sehen, dass eine Klimadebatte und ein Klimaschutz ohne Kernkraftwerke nicht funktioniert. Und das muss doch unser oberstes Ziel sein, wenn die Grünen immer gross politisieren und sagen, wir wollen netto 0 bis 2050. Und dann sagen sie gleichzeitig, ja, dann bauen wir halt Gaskraftwerke, weil unsere Strommangellage nicht sichergestellt ist. Und das ist einfach unehrlich politisiert. Mhm. Ich meine, wir müssen über das diskutieren, wie wir das Netto Null erreichen. Und das ist unserer Ansicht nach, meiner persönlichen Ansicht nach, nur möglich, wenn man wieder über Atomkraftwerke diskutieren. Jetzt heisst sie, also von Balthasar Glättli, Präsident der Grünen, oder auch von einem Roger Nordmann, Fraktionschef der SP, kommt dann immer wieder, ja, aber die Risiken von Kernkraft und der Abfall. Mhm. Oder? Was sagst du da dazu? Also, zu den Risiken gibt es etwas zu sagen. Wir haben so grosse Anforderungen an die Atomkraftwerke, die sonst kein anderes Land hat. Also wir sind so sicher, wir haben so viele Elemente dabei, wo die Massnahmen die unterstützen, dass ein Unfall nicht ausgeschlossen ist, aber ziemlich gering die Möglichkeit. Vom Abfall her sind wir auch sehr, sehr weit in der Forschung. Die NAGRA zum Beispiel, die haben ja verschiedene Standorte untersucht, wo man den Abfall produzieren kann. Respektive lagern. Und der Abfall von der Kernkraft ist eigentlich ein Argument für die Atomenergie. Okay, wieso? Weil die sehr, sehr, sehr wenig Abfall produzieren im Vergleich zu anderen Stromproduktionsarten. Man hat mal ausgerechnet, im Vergleich jetzt zu Kohlekraft ist es etwa 4 Millionen Mal weniger bei der Atomenergie wieder bei der also Kohle. Pro produzierte Energie produziert weniger Abfall. Genau. Okay. Man hat mal ausgerechnet, dass für eine Person ein ganzes Leben lang Abfall von Atomenergie ungefähr in eine Cola-Büchse reinpasst. Also der Abfall ist sehr übersichtlich und kann eben auch sehr gut gelagert werden durch die Forschung, die NAGRA betrieben hat. Es gibt zwei Standorte im Jura. Ist einer zum Beispiel, wo man nachher den Abfall würde in um 600 Meter in die Tiefe lagern. Also wäre es auch für die künftigen Generationen kein Problem. Das ist ja häufig als Argument der genau, Gegner. Es muss mehrere hundert Jahre oder gewisse Sachen sogar mehrere tausend Jahre ganz sicher genau verwahrt werden. Ja. Ganz genau. Und dort hat man gute Lagerungsmöglichkeiten, wo das eben würde ausgeschlossen werden. Ich habe manchmal den Eindruck, also ich muss auch zugeben, ich war mal eingeladen auf Schweden und auf Finnland. Ja. Ich meine, es ist halt technologisch habe ich den Eindruck, das Abfallproblem ist gelöst, oder? Ich habe das gesehen. Die bauen auch die Endlager dort. Ja.
Aber es ist natürlich dort viel weniger dicht besiedelt. Bei uns ist es, habe ich manchmal das Gefühl, es sind halt viel mehr Leute, die in dieser Nähe wohnen. Und dann ist es ein politisches Problem, oder? Dass man's, ja, auch wie bei der Windkraft auch, oder? Ja, das ist es immer, auf eine gewisse Art. Ja, oder? Aber ich denke, durch das, dass wir bei dieser Forschung so weit gekommen sind und die Standorte gefunden haben, die ja auch international anerkannt sind, ist ja nicht nur in der Schweiz so, sondern auch international würde man die so lagern, den Abfall, sehe ich das Problem nicht. Wenn man es dann vergleicht eben mit Solarpanels zum Beispiel, die man ja dann auch entsorgen muss, wo klimatechnisch auch wieder sehr widersprüchlich ist. Beim Wind auch. Ich meine. Beim Wind auch, ganz genau. Auch naturschutzmässig beim Wind. Oder es gibt immer Vor- und Nachteile. Man muss halt einfach können abwägen, welche Vor- und Nachteile wiegen in Bezug auf andere Diskussionen, eben Klimadebatten, höher oder weniger. Und unserer Ansicht nach ist einfach die Atomenergie die politische Lösung und auch die einzige Lösung, wie man den Strom sicherstellen kann und gleichzeitig das Klimaziel erreichen kann. Und jetzt noch eines zu den Kosten. Oder? Ich meine, so ein, entweder ein grosses Atomkraftwerk oder mehrere kleine, das sind horrende Kosten. Und ich höre schon auch aus der Industrie, also von den Stromerzeugern, die sagen, ja, 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 wir haben so Pläne in der Schublade, glaube noch ein bisschen von früher oder von vor 2011. Aber richtig aktuell, richtig, die sagen im Moment nichts zu dem, oder? Weil sie, glaube ich, selber auch Angst haben. Oder wo sind denn die Anreize? Wer würde denn das bauen? Also es gibt verschiedene Berechnungen, die man gemacht hat für eben sogenannte Mini-AKWs. Wo man sagen, glaube ich, der Herr Gates baut so Sachen, oder? Ist das ja, genau, unter anderem. Können lesen, ja. Genau. Aber ich nehme immer gerne Argumente aus Vergleichsobjekten, die schon bestehen. Eben jetzt wieder das Abu Dhabi-Projekt. Dort hat man ein Mini-AKW für rund 5 Milliarden gebaut, innerhalb von 10 Jahren. Höchstens. Und wenn man jetzt vergleicht den Zubau mit Solarenergie für die gleiche Leistung, die das Mini-AKW würde, bringen würde, wären wir bei rund 20 Milliarden Franken. Also schon dort ist wieder der Unterschied sehr enorm und riesig. Und dort tut dann niemand darüber diskutieren, wie finanziert man das bei der Solarenergie. Ja, das tun wir einfach finanzieren mit den Zuschlägen, die wir Ja, unter anderem. Dort ist dann auch noch die Frage mit den Subventionen. Oder in der Energiestrategie hat man auch gesagt, mit den Subventionen bis 2022 weiterführen. Die sogenannte Sunset-Klausel, die die FDP eingebracht hat. Und jetzt bei der Revision des Energiegesetzes tut man sie plötzlich wieder verlängern. Und das ist, ja, also eben auch dort hat man wieder Widersprüche an sich, die gegen Treue und Glauben verstoßen. Und ich muss sagen, und dann diskutiert man im Gegensatz bei der Energie, bei der Atomenergie über solche Themen. Oder? Und wirklich in erster Linie müssen wir jetzt zuerst mal wieder die Rahmenbewilligungen, das Verbot rausnehmen, dass wir überhaupt wieder über die Diskussion reden, ob man AKWs zubauen kann. Ohne, dass irgendeine Technologie verboten ist. Oder genau, ja. Technologieverbot an sich finde ich sowieso immer... wenn man innovativ handeln will, sollte man Technologieverbot eigentlich nicht in ein Gesetz hinein. Sondern Technologie beurteilen, wenn sie am Start ist. Sozusagen. Ganz genau. Jetzt am letzten Wochenende ist die Idee aufgekommen von einem Lobbyverband von der Wärmekraftkopplungsanlagen, dass man 2000 kleine Gaskraftwerke oder eben Wärmekraftkoppelung Kraftwerke bauen würde. Das sind also Kraftwerke, wo man mit Gas Strom produziert und gleichzeitig entsteht noch Wärme, die man auch noch braucht. Das zum Erklären. Was haltest du da davon? Dort haben wir wieder das Problem mit dem Gas. Es widerspricht dem Klimaziel. Es ist widersprüchlich, wenn man sagt, man unterstützt die Energiestrategie unterstützen mit Zubau von erneuerbaren Energien. Und gleichzeitig will man jetzt als Lösung für die Strommangellage Gaskraftwerke anbauen, die ja CO2 emissionieren. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem, das wir haben keine Gasspeicher. Auch dort haben wir wieder das Problem mit der Sicherstellung der Stromproduktion, wenn wir kein Gas haben. Wenn Russland jetzt beispielsweise ja in den vergangenen Tagen auch wieder Medienberichte herausgekommen, wo Russland die Gaszulieferung unterbrechen, mittels politischem Ziel für eine andere Pipeline können auszubauen. Genau, das ist so ein bisschen geopolitisch. Ganz genau. Ist mir plötzlich irgendjemandem ausgeliefert. Ja, und das ist auch wieder unschweizerisch, wenn wir uns dort wieder abhängig machen. Ich meine, das ist eine Importstrategie, wo man ja eigentlich jetzt anzweifelt, wo es nicht wettmacht, wenn man jetzt die Gaskraftwerke bauen. Und dann ist ja gestanden, also ich bin über das halt weit unten im Artikel ist dann gestanden, ja, wir müssen dann halt einen Zuschlag auf den Strompreis erheben. Es ist die Rede von 10 Franken. Ja. Bin ich nicht mehr ganz sicher, pro Monat oder pro Jahr. Ist ja gleich. Einfach,
Und es soll dann von dort her 3,4 Milliarden eingenommen werden, wo man dann die Anlagen baut. Also auch dort, mir fällt auf in dem Energiethema, was man immer auch vorschlägt, die Kosten dafür landen immer dann auf der Stromrechnung von uns, oder? Und außer bei der Atomenergie, dort sagt man, es lohnt sich eh nicht. Oder? Irgendwie so ein bisschen, oder? Das ist, und am Schluss 2000 Gaskraftwerke irgendwo, dezentral tönt ja gut, aber dann brauchst du auch wieder, ich nehme an, Gasleitungen oder Lastwagen mit Flüssiggas. Ja, das ist schon so. Enorm, oder? Enorme Probleme. Das ist schon so. Eben, ich denke, die Atomenergie ist natürlich durch den Abstimmungskampf, den Frau Doris Leuthard geführt hat, in den Köpfen der Bevölkerung sehr viel Angst geschürt worden in Bezug auf den Unfall, der 2011 in Fukushima passiert ist. Das war also ihr Grundargument, das sie gegen die Atomenergie verwendet hat. Und dort gilt natürlich schon, auch die Bevölkerung können sensibilisieren auf das Thema, dass der Unfall, der dort passiert ist, hier gar nie hätte passieren können. Nur schon, weil wir keinen Tsunami haben. Also im Vierwaldstättersee. Ja, das zum einen. Und zum anderen natürlich auch die Sicherheitsbestimmungen, die jetzt die dort nicht eingehalten haben, die wir ja massiv einhalten müssen. Ich meine, die Energiestiftung kommt ja andauernd mit Sachen, die man wieder prüfen muss, Massnahmen und Nachrüstungen, die bei uns unmöglich wären, dass so etwas passieren könnte. Nicht ausgeschlossen, dass ein Unfall passiert, aber die Massnahmen, die wir die umsetzen, decken das Risiko ziemlich stark. Und von dem her denke ich eben immer wieder auf die Klimadebatte hin, die ja eigentlich bei den Grünen auch recht aus politischem Grund und ihre Ideologie ist, dass man einfach wirklich über Atomkraftwerke wieder diskutieren muss. Jetzt, im Juli hat Frau Sommaruga das Energie- und Stromversorgungsgesetz entwickelt und durch den Bundesrat gebracht und in die Vernehmlassung geschickt. Das ist noch nicht beim Parlament. Dort sieht man zum ersten Mal ein bisschen eine Sensibilisierung beim Bundesrat. Wir haben ein Problem. Ist auch, glaube ich, ein bisschen gedruckt von der Elektrizitätskommission, der sogenannten ELCOM, die wirklich wo schon 2017 gewarnt hat. Aber glaube ich, jetzt kommt es ein bisschen an. Oder? Also, wir haben im Winter ein Problem. Man spricht von eben 10 Terawattstunden. Import ist möglich. Mehr wird schwierig und so. Die Warnungen sind, glaube ich, jetzt ein bisschen in der Politik angekommen. Aber lustigerweise, in dem Vorschlag ist nicht viel drin, oder? Also irgendwie, bis 2030 müssen wir einfach noch mehr Erneuerbare, eben Wind und Solar haben. Und sonst, es gibt jetzt so einen kleinen Abschnitt, müssen wir vielleicht über Gas reden. Wie haben ihr es analysiert als Experten? Ja, also wir haben so ein bisschen prangert an dieser Stromvernehmlassung, dass man nicht über das Gesamte diskutiert. Okay. Bei der Strom, das Energiegesetz wird revidiert, Stromvernehmlassung ist, aber das CO2-Gesetz wird außen vor gelassen. Und wir finden einfach, dass man die drei zusammennehmen müsste. Weil Stromversorgung ist auch eine CO2-Frage in Bezug auf die Klimadebatte wieder. Und das haben wir eigentlich in erster Linie angeprangert, dass man das nicht zusammennimmt und zusammen berücksichtigt. Vor allem auch wieder der Ausbau der Erneuerbaren, den wir ja schon 2017 bei der Energiestrategie eigentlich kritisiert haben, dass das nicht sichergestellt ist, eben weil wir im Winter das Problem haben, dass Solar, wenn die Sonne nicht scheint, dann produzieren wir keinen Strom. Wind stagniert mit dem Ausbau, bevölkerungsmässig, die Punkte, die wir vorher erwähnt haben. Das sind so ein bisschen unsere Punkte, die wir gesagt haben und auch wieder in der Stromgesetzvernehmlassung integriert haben, dass man über das diskutieren muss. Es ist wie soll ich sagen, ich habe immer noch das Gefühl, es gibt halt beim Bund immer noch viele Leute, die glauben, es läuft weiter wie seit 2017. Oder? Also man schafft es dann schon irgendwie. Prinzip Hoffnung, oder? Ja, Und es gibt jetzt in den Medien ein bisschen Erwachen. Und eigentlich wäre es dann schon eine Chance. Also entweder packt man die Chance und du gewisse Sachen in diesen allen drei Gesetzen anpassen hinsichtlich der Probleme, die wir im Winter haben. Oder man verliert halt wieder 5 Jahre. Oder? Also bis zum nächsten Problem. Oder? Das ist schon so, ja. Es erstaunt uns aus unserer Sicht eben auch immer noch, dass man
die Hoffnung hat, dass man die Strommangellage mit erneuerbaren Energien decken kann. Mhm. Ich meine, verschiedene Statistiken zeigen das. Ich habe hier eine Statistik von einer Privatperson, die eine Solaranlage auf dem Dach hat, die im Januar 2021 einfach während 8 Tage lang keine Solarenergie produziert wurde. Mhm. Ja, was macht man denn? Mhm. Und auf diese Frage haben sie wie keine Antwort. Mhm. Und das ist eigentlich die primäre Frage, die wir beantworten müssen, wenn man immer davor hat, dass man Solarenergie ausbauen will. Mhm. Ich meine, das ist ja schön und gut, aber das löst unser Problem im Winter nicht. Mhm. Und das Hauptproblem ist wirklich im Winter. Mhm. Und sie sagen ja schon, 2025 hat man das erste Problem mit der Strommangellage, wenn es ganz schlimm kommt, im Worst-Case-Szenario, ein Blackout über mehrere Wochen oder Monate. Mhm. Ich höre immer wieder, ja, wir haben noch Wasserkraft, oder, die man ausbauen kann. Man kann noch mehr so Projekt machen, insbesondere in den Bergen oder so, langt das nicht? Dort hat man auch wieder das Problem von der Bevölkerung und von denen, die Einsprüche erheben gegen diese Projekte. Mhm. Also eben naturschutzmässig im Grimsau-Staumauer, wo ja Einsprüche erhoben wurde. Trifft auch. Also Trifftprojekte genau. Unter anderem. Genau, es sind verschiedene Projekte, die in Gang wären, um Wasserkraft auszubauen. Wobei man auch dazu muss sagen, dass das nicht der Teil würde decken, den man von der Atomenergie würde verlieren würde. Es wäre sicher ein Zubau möglich, aber durch das, dass auch dort rechtlich Einspruch erhoben wird, stagniert das. Oder? Mhm. Die verschiedenen Faktoren, die in die Stromproduktion mit einfließen, ist genau das Problem, warum wir jetzt dort gelandet sind. Aus irgendwie die Diskussion mit den Erneuerbaren, das führt uns immer wie mehr in eine Sackgasse hinein, wo wir ja schon seit 2017 sagen, wo man nicht mehr rauskommt, wenn man jetzt nicht endlich über die Atomkraftwerke diskutiert, also über die Atomenergie. Mhm. Sehe ich richtig, das, was ihr vor allem wollt, ist, dass man über verschiedene Möglichkeiten von der eigenen Stromproduktion in der Schweiz nachher denkt, technologieneutral und so. Letztlich braucht es irgendwo einen grossen Kraftakt, sonst haben wir spätestens 2030 ein Problem, oder? Ja, genau. Ja. Also, eben, wir wollen einfach, dass unsere Stromversorgung sichergestellt ist. Und möglichst unabhängig vom Ausland. Und wir hatten ja so einen guten Strommix mit dieser Kernkraftenergie. Ich meine, 40% Kernenergie, 60% Wasserkraft und dann sind noch die Erneuerbaren dazugekommen. Und wir kritisieren ja auch nicht die Erneuerbaren an sich. Wir kritisieren einfach den Fakt, dass man glaubt und die Illusion hat, dass man die Erneuerbaren brauchen kann für Deckung von der Kernkraftenergie. Von diesen 40%. Von diesen 40%. Plus das, was man eben zusätzlich noch braucht wegen der Dekarbonisierung. Ganz genau, ganz genau. Und das ist illusorisch und einfach unschweizerisch und nicht sicher. Mhm. Und das sind genau die Punkte, die wir abprangern und kritisieren vor allem. Was hast du das Gefühl, jetzt ist so eine Debatte wirklich in Gang gekommen, zum ersten Mal richtig, so in diesem Herbst? Mhm. Was löst das aus? Jetzt gerade auch, sagen wir, entscheidend ist die bürgerliche Mitte, entscheidend ist die FDP, ist die Mitte-Partei. Ja. Gibt es da das Umdenken? Die waren damals ja im Jahr, oder? Ja, genau. Ja. Genau. Also es gibt verschiedene Exponenten, die jetzt ein Umdenken haben. Zum Beispiel Nationalrat Schilliger, der ja erst in den Medien bekannt gegeben hat, dass er neue kleine Mini-AKWs oder eben die Mini-Gaskraftwerke fordert, wo ja 2017 ein starker Unterstützer von dieser Energiestrategie war. Oder? Und eben die Economie Suisse auch. Die ElCom hat 2017 den Bundesrat noch nicht gewarnt über die mögliche Strommangellage. Das ist erst später gekommen, durch einen Wechsel vom Präsidenten. Und dort gibt es schon ein gewisses Umdenken. Ob das reicht, für politisch etwas zu unternehmen, bin ich mir noch zu wenig sicher. Es ist aber wichtig, dass man die Diskussion jetzt anregt. Und man sieht auch in den Medien, dass es immer wie mehr diskutiert wird, gerade in Bezug auf die Strommangellage. Nichtsdestotrotz müsste man eben auch im Gesetzesmässig etwas ändern. Mhm. Wir haben ja jetzt in der letzten Session verschiedene Motionen gekommen, unter anderem vom Herrn Hess, Nationalrat Erich Hess, der gefordert hat, dass man AKWs wieder bauen. Ich denke, das ist wichtig. Das ist der wichtige Grund und vor allem die wichtige Voraussetzung, die man braucht, für, dass man nicht nur das Umdenken, sondern eben auch die Massnahmen dazu umsetzen kann. Wenn jetzt politisch in der Rat nichts unternommen wird, gäbe es dann immer noch die Möglichkeit, über eine mögliche Volksinitiative zu diskutieren. Wo wir intern im Energieclub momentan auch diskutieren sind, weil wir uns eben so stark dafür einsetzen, dass die Stromversorgung sichergestellt ist. Mhm.
Das ist sicher weiterhin ein Thema und Energiepolitik verfolgen wir beim Nebelspalter ganz besonders intensiv, weil wir das Gefühl haben, das ist ganz wichtige Infrastruktur für das Land. Und ich freue mich vielleicht das nächste Mal darüber zu diskutieren, wenn wir wieder können bewerten können, was im Bundeshaus zu dem Thema läuft. Vanessa Meuri, merci vielmals für den Besuch und danke noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Merci.